Abstieg in Liga 2. Die Zebras haben geschafft, was am Anfang der Saison nicht viele vermutet haben. Eine ganze Stadt feiert nun seinen Verein. Zwischen Aufstieg und Saisonbeginn liegen jedoch 43 Wochen, 38 Ligaspiele und eine Menge Ereignisse. Begonnen haben die Zebras die Saison 2014-2015 im Trainingslager in Österreich. Kurz darauf präsentierte sich bei einigen Testspielen die neu formierte Mannschaft. Schorch, Bohl, Albutat, Janic, Grote, Meissner, Wille und Klotz. Die Torjäger von heute sind die Zebra-Frischlinge von damals. Wieder zurück auf dem Feld und voll einsatzbereit, Sascha Doom. Doch nicht nur das lässt die Zebras strahlen. Mitte Juli gibt sich der FC Bayern München die Ehre und kommt zu einem Benefizspiel auf den Duisburger Rasen. Das Endergebnis 1:1. Eine große Nummer für den Drittligisten. Und auch er wird noch eine große Nummer im Duisburger Kader. Neuzugang Rolf Fälscher. Ich war jetzt ein paar Tage da und jetzt bin ich froh, dass wir das geschafft haben. Und ich bin extrem motiviert. Ich war beim Spiel gegen Nürnberg und habe da die Stimmung gesehen. Und das ist, ich denke, in einer dritten Liga, das ist eigentlich wie erste Liga. Also von dem her ist man sehr motiviert. Ebenfalls neu im MSV-Trikot, Enes Hayri und Kevin Scheidhauer. Der Aufstiegskader ist im August fast komplett. Dass die drei gar nicht zum alten Eisen gehören, sondern noch neu in der Mannschaft sind, haben die meisten am Ende der Saison vermutlich schon vergessen. Ebenso wie einen Internettrend, der im Sommer seine Runde machte. Die Ice Bucket Challenge. Und die Zebras wären nicht die Zebras, wenn sie den Spaß nicht auch mitmachen würden. Und das Vergnügen rund um den MSV geht weiter. Denn zunächst sieht es beim Niederrhein-Pokal gut aus. Die Zebras schlagen sich mit einem 7:0 gegen Jan Hiesfeld im November ins Halbfinale. Und einer, der dazu beigetragen hat, bekommt nicht nur ein Lied geschrieben, sondern auch die Nominierung zum Sportler des Jahres der Stadt Duisburg. Michael Ratajczak, der Mann mit der Nummer 1, wird nachher bei der Wahl zwar nur Zweiter, sein eigenes Lied wird jedoch zum Kultschlager im Stadion. Zum Ende der Hinrunde gibt es für die Zebra-Fans einen vierten Tabellenplatz von der Mannschaft geschenkt. Und die wiederum lassen es sich nicht nehmen, an Benefizveranstaltungen des MSV mitzuwirken und ihre Fans auf dem Weihnachtsmarkt mit Autogrammkarten zu erfreuen. Doch die Stimmung bleibt vor der Winterpause nicht nur weihnachtlich besinnlich. Es werden Gerüchte laut, die Stimmung zwischen Trainer und Mannschaft sei schlecht. Der weiß dies jedoch zu dementieren. Da kann nichts falsch aufgefasst werden. Ganz klar, ich meine, der Dennis Grote hat es heute in der Zeitung bei seinem Bericht klargestellt. Von Steffen Bohl bekam ich gleich eine SMS nach so einem Artikel, der mir gesagt hat, die Spieler sind schockiert. Er hat mit mehreren Spielern gesprochen. Also man sieht, dass jede Grundlage für sowas fehlt. Und am Spielfeldrand, wenn man mich so aufgewühlt sieht und auch mal, wenn man reinschreit, ist es normal. Weil wenn 14.000 Zuschauer da sind und ich würde hier leise reinschreien, da würde mich wahrscheinlich nicht mal mein Co-Trainer, der neben mir sitzt, verstehen. Deswegen muss man ja von den Anweisungen hier eine gewisse Lautstärke reingeben. Aber das hat ja nichts mit einem Umgangston zu tun, wie das beschrieben worden ist. Die Wogen sind geglättet, es gehe nun mal um Fußball, da schlage man auch mal einen rauen Ton an, weiß Sportdirektor Ivo Grilic. Und der hat nach der Winterpause einen Neuzugang für die Zebras parat. Martin Dausch komplettiert ab dem Trainingslager im türkischen Side die Mannschaft. Nach 5 Monaten Verletzungszeit außerdem wieder zurück Pierre de Witt. Beste Voraussetzungen für die Zebras, um sich weiter in der Tabelle vorzukämpfen. Steffen Bohl sieht die Messlatte der Tabelle im Spiel gegen die Stuttgarter Kickers. Ja, Stuttgarter Kickers ist eine viel spielstärkere Mannschaft. Die legen vor allem Wert auf viel Ballbesitz, variables Positionsspiel. Ja, das ist ja mit die stärkste Mannschaft in der Liga. Und das ist jetzt der Gradmesser, der jetzt auf uns zukommt, um zu sehen, ob wir auch damit halten können. Mithalten können sie. Das zeigen sie auch im Spiel gegen Dortmund 2, aus dem sie mit einem 4:1 nach Hause gehen. Doch leider nehmen die Zebras nicht nur 3 Punkte mit, sondern auch einen verletzten Rolf Fälscher. Diagnose: Innenbandriss am Knie. Genesungszeit: 4 bis 6 Wochen. Dass Rolf in der Saison nicht mehr zum Einsatz kommen wird, ist zu dem Zeitpunkt noch nicht klar. Was die MSV-Spieler sich auch in der Rückrunde nicht nehmen lassen, ist ihr soziales Engagement. Bei einer Auktion für die durch Branimir Bajic ins Leben gerufene Aktion Helft Katharina versteigern die Zebras über eine Woche hinweg ihre selbst gestrickten Wollmützen. Der Gesamterlös der Aktion? Rund 3.000 Euro. Nicht so schön ist jedoch die Niederlage im Niederrhein-Pokal-Halbfinale gegen RWO. Verziehen werden kann das nur durch einen Sieg in der nächsten Begegnung. Und da lassen die Zebras ihre Fans nicht hängen. Die nächsten beiden Siege gehen auf den Zähler des MSV. Die Stimmung war super, dann auch mit den Fans dann auf der Rückfahrt war natürlich
sehr ausgelassen. Wir hatten in der Saison immer ein bisschen Probleme auswärts. Die haben wir zum Glück jetzt im Endspurt beseitigt und ja, punkten auch auswärts dreifach. Und das ist natürlich, wenn man so eine lange Rückfahrt hat und so eine lange Anfahrt hatte, ist natürlich umso besser. Langsam wird die Luft in der oberen Tabellenhälfte dünner. Das letzte Heimspiel steht an. Die alles entscheidende Begegnung gegen Holstein Kiel. Torjäger Slatko Janic findet klare Worte vor dem Match. Ich denke, das wird der schwerste Gegner jetzt in den letzten Wochen, den wir hatten. Stehen nicht umsonst da oben, haben kaum Spiele verloren, sind als Mannschaft gefestigt. Ja, sehr, sehr schwere Aufgabe. Aber wir spielen zu Hause. Wir wissen, was wir können. Wenn wir es abrufen, dann werden wir auch das letzte Heimspiel ungeschlagen bleiben. Und das bleiben sie. Ungeschlagen zu Hause und ab jetzt beheimatet in Liga 2. Mit 3:1 siegt der MSV über den Aufstiegskonkurrenten Holstein Kiel. Und das in nur 7 Minuten. In denen erzielten die Zebras nach dem 0:1 die 3 entscheidenden Tore. Ein unfassbarer Erfolg, auch für die Mannschaft. Das war Wahnsinn. Also was heute hier los war, überragend. Das hat einfach Spaß gemacht. Und man hat es gesehen. Man hat gesehen, was es diese Fans bedeutet. Und das haben wir alles gegeben. Wir sind jetzt aufgestiegen, wir sind alle froh und jetzt gehe ich mal Bier holen. Gefeiert wurde nicht nur nach Abpfiff, sondern auch eine Woche später nach dem letzten Saisonspiel. Rund 10.000 MSV-Fans haben sich dazu auf dem Rathausplatz eingefunden, um ihre Mannschaft zu feiern. Die Belohnung für eine spannende Saison und 2 harte Jahre.